Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Hallo zusammen. willkommen zum Video die Integralfunktion. Das Beispiel haben wir mal den Graphen hier in dunkelblau dargestellt, von einer Funktion dreimal dargestellt. Die Funktionsgleichung ist f von t gleich 0,2t². Was ist aber das hier in hellblau? Das kennen wir auch schon, das ist der orientierte Flächeninhalt, den wir mit dem Integral berechnen. Hier steht es schon für das erste Beispiel dran, mit den Grenzen 1, das ist die linke Grenze, bis 3, das ist die rechte Grenze. Bei den anderen beiden steht es noch nicht dran, das ist Absicht, denn ihr sollt als erstes mal diese drei Funktionen skizzieren. Wie macht man das am besten? Naja, am besten guckt man sich an, was sind die Funktionswerte bei x gleich 1, gleich 2, 3, 4, 5 und macht dann hier so kleine Punkte hin und dann kann man eigentlich den Graph ganz gut zeichnen. Gut, das macht ihr für die 3 und schreibt doch bitte für die mittlere und für die rechte Grafik auch noch hin, was für ein Integral da dargestellt ist. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, ich denke, das habt ihr gut hingekriegt. Hier ist Integral von 1 bis 4 und hier hat es Integral von 1 bis 5. So, jetzt wollen wir die Fläche von all diesen drei Fällen berechnen. Wie würden wir denn das machen? Na gut, wir müssen jetzt jedes Mal die Stammfunktion bilden, jedes Mal beide Grenzen einsetzen und das wäre ganz schön viel Rechnerei. Aber können wir uns da nicht ein bisschen Arbeit sparen? Ja, uns fällt ja auf, dass es jedes Mal dieselbe Funktion ist. Deswegen wäre es ja jedes Mal dieselbe Stammfunktion. Ja. Außerdem ist ja jedes Mal die untere Grenze gleich. Das ist richtig. Das heißt, es würden wir auch jedes Mal dasselbe einsetzen. Wir können uns da ein bisschen Arbeit sparen und können da ein Mittel nehmen, was uns da viel Arbeit erleichtert, nämlich die titelgebende Integralfunktion. So, und das hier ist die Integralfunktion. Fangen wir mal hier an zu erklären. Also ist das Integral f von t dt, wieder oben auch. Die untere Grenze ist fest, 1, wie oben auch bei allen drei Fällen. Und die obere, die ist variabel gewählt, einfach x. Da kann man dann jeden beliebigen Wert später einsetzen. Genau, so wie wir es auf einer normalen Funktion kennen, die ja immer f von x ist, also eine Variable hat. Diese Kurzschreibweise gibt es auch hier, nämlich links. Das ist jetzt j1, das j steht für die Integralfunktion. Das 1 für die feste untere Grenze und unser x, also die obere Grenze, ist die Variable dieser Funktion, wie normalerweise bei f von x. Wir haben jetzt drüben auch f von t schon eingesetzt. Wer sich jetzt wundert, dass es eine andere Funktion ist wie oben, ist es nicht. 0,2 ist gerade ein Fünftel. Es ist nur zum Weiterrechnen deutlich leichter mit Brüchen als mit Kommazahlen zu arbeiten. Und apropos Weiterrechnen, da seid jetzt ihr dran, denn als nächstes muss man ja die Stammfunktion davon bilden. Das kriegt ihr auch, glaube ich, selber hin. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wenn man hier die Stammfunktion bildet, kommt raus ein Fünftel, bleibt einfach stehen, mal ein Drittel t hoch 3. Und ein Fünftel mal ein Drittel gibt ein Fünfzehntel, also hat man ein Fünfzehntel t hoch 3. Die Grenzen bleiben hier so stehen in diesen eckigen Klammern. Und jetzt, was müssen wir jetzt noch machen? Na, jetzt macht er genau das Gleiche, wie wenn beides Zahlen wären. Wir setzen die Grenzen ein. Erst die obere, nämlich das x, und ziehen davon ab, das Ganze nochmal mit der eingesetzten unteren Grenze. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. Okay, und ihr solltet erhalten haben, 1 Fünfzehntel x hoch 3 minus 1 Fünfzehntel. Wir sehen auch schon, die untere Grenze taucht da drin jetzt gar nicht auf. Die ist sozusagen in dieses 1 Fünfzehntel mit reingeflossen, was hinten steht. Das x schon. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir damit oben uns das Ausrechnen von den drei einzelnen Integralen sparen können. Dafür nutzen wir ab jetzt nämlich die Integralfunktion. So, die sind jetzt ergänzt. Die Frage bleibt aber, wie rechnen wir jetzt j1 von 3 aus? Naja, wie bei einer normalen Funktion. Dieser Wert 3, den setzen wir hier unten für das x ein. Mehr nicht, dann sind wir eigentlich fertig. Und genauso machen wir es mit der 4 beim mittleren und mit der 5 beim rechten Beispiel. Und das kriegt ihr hin. Ein bisschen ausrechnen und die Lösung gibt es in 3. 2, 1. So, hier haben wir diese drei Ergebnisse. Wir hoffen, ihr seid auch auf die gekommen. Gucken wir uns das mal an. Also, der Flächeninhalt ist 1,7 Periode 3. Also ungefähr so 1,7 Flächeneinheiten. Sieht man auch hier so. Ein so Viererpack und oben und links noch so ein bisschen dazu. Also grob 1,7. Kommt auch hier beim mittleren mit uns ungefähr 4 Päckchen hin und rechts mit ungefähr 8 Päckchen. Also das nochmal klar gemacht. Wir haben mit der Integralfunktion jetzt auch ein Werkzeug, um die Fläche unter einem Graphen auszurechnen und können jetzt sozusagen gleich mehrere auf einmal machen, wenn wir die gemacht haben. Also eine Erleichterung, damit nicht immer das Integral gebildet werden muss. So. Eine Frage zum Verständnis. Was wäre denn dann J1 von 1? Ja, gut, das wäre das Integral von 1 bis 1. Und von 1 bis 1, da entsteht ja gar keine Fläche, also wäre das Ergebnis 0. Sieht man auch, wenn man hier unten 1 reingibt, ein Fünfzehntel mal 1 hoch 3 gibt ein Fünfzehntel, minus ein Fünfzehntel ist 0.
Gut, und jetzt schreiben wir uns allgemein ein bisschen was zur Integralfunktion auf. Also, wir definieren als j u von x das Integral von u bis x, f von t dt, und nennen das Integralfunktion zu einer festen unteren Grenze u. Das Ganze kann man sich grafisch, wie gesagt, vorstellen als die Fläche unter einem Graphen von u bis x. Wir würden auch empfehlen, das als Skizze nochmal zu übernehmen, denn dann ist einfach klar, dass die Integralfunktion nichts anderes macht, als die Fläche zu berechnen zwischen ihrer festen Grenze und jedem beliebigen Wert x. Und zwei Sachen gibt es, die wir uns merken müssen. Das erste ist, wenn wir die Integralfunktion ableiten, dann kommt wieder die ursprüngliche Funktion heraus. Das heißt, jede Integralfunktion JU ist eine Stammfunktion von f. Das gilt aber nicht umgedreht. Also nicht jede Stammfunktion von f ist auch eine Integralfunktion. Warum denn? Das liegt an unserer zweiten Sache, die wir uns notieren wollen. Nämlich, wir haben ja schon herausgefunden, dass wenn wir die untere Grenze auch für x einsetzen, also das obere Grenze, sprich das Integral von u bis u machen, dann kommt der Flächeninhalt 0 raus. Das heißt aber auch, dass jede Integralfunktion automatisch mindestens eine Nullstelle hat, nämlich ihre eigene untere Grenze. So, und jetzt wissen wir aber, wir können Stammfunktionen beliebig nach oben oder unten verschieben. Warum war das so? Ja, das lag an dem plus c hinten dran. Wir können ja bei jeder Stammfunktion plus c machen und diesen Wert beliebig verändern. Und dadurch gibt es ja natürlich Stammfunktionen, die keine Nullstelle haben. Und genau diese Stammfunktionen sind dann keine Integralfunktionen. Genau, das, was wir hier oben sozusagen auch definiert hatten. Mein Gott, dass du gerade gesagt hast, ich ergänze nur den letzten Satz nochmal. Guck mich nochmal an. Genau, das hatten wir hier oben ja auch so notiert. Gut, das Ganze schauen wir uns jetzt noch in zwei kleinen Aufgaben an. Okay, Aufgabe 1. Gegeben ist die Funktion f von x gleich x, sollte einem bekannt vorkommen, und bestimme grafisch, nicht rechnerisch, den Wert von j0 von 3. So, was könnte denn ein erster Schritt jetzt sein? Na, als erstes wäre es mal gut, eine Skizze zu haben von dem Graph der Funktion. Das könnt ihr eigentlich mal machen. Macht es mal, die Lösung sind 3, 2, 1. So, die Skizze haben wir jetzt hier. Jetzt grafisch den Wert j0 von 3. Da wird es vielleicht helfen, man überlegt sich, wie schaut denn das Integral aus, das zu dieser Integralfunktion dazu gehört. Schreibt euch das vielleicht mal auf und vielleicht könnt ihr auch schon grafisch deutlich machen, was dieses Integral für diesen Graphen bedeutet. Und die Lösung davon sind 3, 2, 1. Die Integralfunktion j0 von 3 ist nichts anderes als das Integral von 0 bis 3 x dx. Und hier links grafisch sieht das so aus dargestellt, die Fläche unter dem Graphen von 0 bis 3. Gut, das ist eine Dreiecksfläche, könnt ihr leicht berechnen, halt mal Grundseite mal Höhe, kriegt ihr hin. Und den Flächeninhalt, den schreibt ihr hin, die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Ja, gut, ein halb mal Grundseite, das ist die 3 hier, das wäre hier unten, mal Höhe, das wäre die 3 hier oben. Und dann kriegen wir 4,5 als orientierten Flächeninhalt und damit als Wert der Integralfunktion an der Stelle 3. Hätte man das auch ganz normal machen können mit Stammfunktion und so weiter, aber es ging ja um eine grafische Lösung. Gut, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Die Aufgabe 2 lautet, löse die Gleichung Integral von 0 bis x von e hoch 0,5 t dt gleich 6. Gut, wie lösen wir diese Gleichung? Gleichung lösen heißt immer, wir suchen ein x, für das die linke und die rechte Seite der Gleichung den gleichen Wert haben. Aber bevor wir das machen, zunächst mal nur zur linken Seite. Das sieht schwer nach einer Integralfunktion aus, die wir jetzt ja neu kennengelernt haben. Und zwar j0 von x. Und wie man das berechnet, haben wir ganz am Anfang im Einstiegsbeispiel gezeigt. Und das könnt ihr jetzt mal selber versuchen für e hoch 0,5t. Genau, als kleiner Tipp wieder, die E-Funktion aufgeleitet ist auch wieder die E-Funktion, aber dann eben mal 1 durch die innere Ableitung, kriegt ihr aber hin. Viel Erfolg, die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, die Stammfunktion ist e hoch 0,5t mal 1 durch die innere Ableitung, also 1 durch 0,5. Und dann vereinfacht man das noch ein bisschen, weil 1 durch 0,5 ist ja 2. Genau, weil 1 durch 1 halb, Kehrbruch. Mhm. Kommt 2 raus.
Genau, und jetzt setzt man die obere Grenze ein, also das x für das t, kriegt man raus 2 mal e hoch 0,5x. Und dann setzt man das 0 ein für das t. Und warum steht da 2? Ja, gut, e hoch 0,5 mal 0, das ist e hoch 0. E hoch 0 ist immer 1, also 2 mal 1. Deswegen nur minus 2. Okay, jetzt haben wir das als Ergebnis. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Denn das war ja die linke Seite der Gleichung. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt gleich 6 setzen. Und dann? Na gut, dann haben wir normale Gleichungen mit einer E-Funktion drin. Sowas können wir schon länger lösen durch Äquivalenzumformung. Und dann brauchen wir Tipp, den ln. Und das kriegt ihr selber hin. Und die Lösung gibt es eben. 3, 2, 1. Okay, wir haben es gleichgesetzt. Dann haben wir die 2 durch Äquivalenzumformung rübergeholt. Es wurden 8 daraus. Durch 2 geteilt, es wurden 4. Jetzt haben wir hier drüben e alleine stehen. Das heißt, wir können jetzt den natürlichen Logarithmus bilden. 0,5x ist ln von 4. Jetzt die 0,5, warum machen wir hier mal 2? Na gut, wir können auch geteilt durch 0,5 machen, aber das ist immer ein bisschen komplizierter. Und wir machen einfach mal 2, weil 0,5 mal 2 ja 1 gibt. Fällt weg, einmal x, drüben 2 mal ln von 4. Das kann man auch in Taschenrechner eingeben. Dann kommt der ungefähre Wert 2,77 raus. So, das war es jetzt erstmal für diese Aufgabe und auch für das ganze Video. Weitere Aufgaben gibt es im Unterricht. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch 2 kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert. Dann würden wir euch empfehlen, macht das. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.